Seit gut einer Woche fährt Russland eine neue Großoffensive im Osten der Ukraine, genauer in der Region Donetsk. Und wir wollen uns das Ganze jetzt erstmal ansehen mit neuen Bildern, die uns erreicht haben aus der Stadt Majorsk. Majorsk, eine Stadt, die seit 2015 Frontstadt war zwischen der Ukraine und eben dem russisch besetzten Gebiet im Donbass. Dort haben jetzt offenbar russische Truppen komplett die Kontrolle übernommen. Und wir sehen hier neue Propagandaaufnahmen der Russen, die eben die völlig zerstörte Stadt zeigen. Wir sehen ja auch einen alten Übergang, denn in dieser Stadt war es möglich, mehrere Jahre lang, dass Leute aus den besetzten Gebieten in die Ukraine und zurückgingen, also während des Minsker Friedensabkommens, was sehr brüchig war die letzten Jahre. Wir sehen aber hier auch, dass Russen jetzt komplett das Ganze übernommen haben und wir sehen auch die völlig zerstörte Infrastruktur und das sehen wir gleich nochmal ganz genau, nämlich hier ein Spielplatz an einer Schule, in dem natürlich auch kein Kind mehr spielt. Kein einziger Mensch ist hier geblieben, sondern in dem Moment, wo die Russen reingekommen sind in die Stadt, sind natürlich auch alle Eltern mit ihren Kindern daraus geflüchtet. Es gibt auch Aufnahmen, die zeigen, wie die Ukrainer diese Stadt bis zur letzten Patrone, nicht nur sprichwörtlich, sondern tatsächlich verteidigt haben. Und die sehen wir uns jetzt einmal an, nämlich hier. Von der russischen Propaganda auch veröffentlicht. Hier unten in Rot sehen wir die russischen Soldaten, die angreifen. Und hier sehen wir die letzten Ukrainer, die noch schießen mit ihren letzten Gewehren, mit ihren letzten Patronen eben dort in Majorsk. Wir sehen aber jetzt, wie die Russen ihnen immer näher kommen und wie die Ukrainer eben am Ende dann doch verhandeln müssen und am Ende doch sagen müssen, sorry, wir geben auf, wir können nicht weiter. Wir sehen jetzt hier, wie nacheinander ein ukrainischer Soldat nach dem anderen aus dem letzten Schützengraben herauskommt und sich eben den Russen ergibt. Jetzt sehen wir hier von oben aus der Drohnenperspektive, wie die Ukrainer sich auf den Boden legen müssen und die Russen sie eben ja entwaffnen, wenn überhaupt noch Waffen da waren, und sie dann eben abführen in Richtung Kriegsgefangenschaft. Das also die Situation in Majorsk und eben, wir haben es auch immer wieder gesagt, mit dieser neuen russischen Taktik, eben ohne schwere Waffen, also ohne Panzer, denn die wurden alle zerstört von den Ukrainern, eben als menschliche Welle dort vorzurücken. Und wir schauen uns das Ganze jetzt einmal auf der Karte an, wo das Ganze überhaupt ist. Nämlich hier in Donetsk, hier im Zentrum der russischen Front, wo die Ukrainer noch überhaupt nichts befreien konnten und zurückerobern konnten. Hier etwa in dieser Region spielt sich die Offensive ab. Hier haben wir eben Majorsk gesehen und wir haben jetzt Aufnahmen gleich mal aus dem Norden von Bachmut. Bachmut, wir sehen es hier, eine Stadt, die sie unbedingt erobern wollen. Das Rot, das besetzte Gebiet, kommt immer näher, aber sie haben es noch nicht geschafft. Bachmut ist weiter unter ukrainischer Kontrolle. Und wir sehen uns jetzt einmal an, wie diese menschliche Wellen eben auch teilweise zerbrochen werden von der ukrainischen Artillerie. Denn das hier, Infrarotaufnahmen einer ukrainischen Drohne. Und wir sehen hier, wie etwa 30, 40 russische Soldaten versuchen, eine Tankstelle nördlich von Bachmut zu stürmen. Wir sehen also, jeder helle Fleck ist von Infrarotkamera aufgezeichnet, ein russischer, noch lebender Soldat. Allerdings jetzt sehen wir, wie immer mehr russische, ukrainische Artillerie hier einschlägt. Die haben also darauf gewartet, haben mit der Drohne das überwacht. Und wir sehen, wie immer mehr von diesen weißen Punkten, nochmal, jeder davon, ich zeige das einmal, jeder davon ist ein Soldat. Wie aber immer mehr von diesen weißen Punkten sich eben nicht mehr bewegen und eben an der Stelle verharren, was darauf hindeutet, dass es hier entweder verletzte oder bereits getötete russische Soldaten gibt. Wir sehen also, dass die ukrainische Artillerie dem weiter folgt. Immer jetzt hier oben in der Ecke gibt es also eine Gruppe von 5 Soldaten, die noch laufen können. Und auch dort haben wir dann eine zielgenaue Explosion. Und auch diese Soldaten erleiden dann ein sehr schlimmes Schicksal. Eben ein Schicksal, was ihnen auferzwungen wird durch die russische Armeeführung, die eben diese Offensive um jeden Preis vorantreiben möchte und das eben jetzt mit Menschen macht, eben mit Infanterie macht, ohne schwere Waffen und ohne Unterstützung der Luftwaffe beispielsweise. Zum Schluss wollen wir uns noch ansehen, neue Waffen für die Ukraine, die braucht sie weiter und sie bekommt sie jetzt auch in dem Fall aus der Türkei. Das hier sind minengeschützte Fahrzeuge vom Typ Kirpi, die eigentlich der türkischen Armee dienen. Im Sommer oder im Frühsommer hat die Türkei 250 Fahrzeuge davon versprochen. Wir wissen, dass im Sommer 50 erstmal angekommen sind. Hier sind jetzt weitere unterwegs, ein relativ großer Konvoi. Wir sehen auch die Wetterbedingungen, es ist winterlich. Wir können also relativ sicher sagen, dass das hier aktuelle Aufnahmen sind, die eben von einem Autofahrer gemacht wurden und zeigen, wie weitere Kirpi-Fahrzeuge eben in die Ukraine fahren, um dort an der Front zu dienen. Wir haben eben gesehen, die sind mehr als wichtig und extrem gebraucht, denn Russland dringt in der Region Donetsk weiter vor, während man woanders auf dem Rückzug ist.